so frei bewegen und sich zwischen den positiv geladenen Metallionen gleichmäßig verteilen, erinnern Sie an das Verhalten eines Gases, das jeden ihm zur Verfügung gestellten Raum gleichmäßig ausfüllt. Man spricht daher regelrecht von einem Elektronengas, in das die positiv geladenen Metallionen eingebettet sind. Auf der einen Seite weitet dieses Elektronengas durch die heftige Bewegung der Elektronen das Gitter des Kristalls auf und auf der anderen Seite sorgt das Elektronengas durch elektrische Kräfte wie ein Kitt für den Zusammenhalt im Gitterverband. Dass ein Stück Natriummetall nicht einmal halb so viel wiegt wie ein gleich großes Stück Kochsalz, geht in grober Vereinfachung darauf zurück, dass im Gitterverband des Natriums das leichte Elektronengas die sehr schweren Chlorionen ersetzt, die im Gitterverband von Kochsalz sitzen. Können wir nun mit dem so gewonnenen Bild vom Natrium die besonderen Eigenschaften des Metalles erklären? Die leichte Verformbarkeit, die sehr niedrige Schmelztemperatur und die im Vergleich dazu doch überraschend hohe Siedetemperatur. Wirkt auf ein Stück Natriummetall von außen eine Kraft, so tritt eine Deformation des Metallgitters ein. Dabei passt sich das Elektronengas jeder neuen Lage der Natriumionen leicht an. Deshalb ist das Metall Natrium so weich und leicht verformbar. Und es ist das Verhalten des Elektronengases, das die Metalle zu so einzigartigen Werkstoffen macht. Vom Natrium zum Kochsalz. Nur ein kleiner Schritt und doch ein völlig anderes Verhalten. Denn Kochsalz ist hart und spröde. Wieso? Im Kristall sind die Ionen fest miteinander verbunden. Um entgegengesetzt geladene Ionen voneinander zu entfernen, bedarf es großer Kraft von außen. Der Kristall ist hart. Es kommt der Punkt, wo Abstoßungskräfte zwischen gleichnamigen Ionen überwiegen. Der Kristall bricht auseinander. Kochsalz ist spröde. Wird festes Natrium erhitzt, so schwingen seine Bausteine im Kristallgitter zunehmend heftig gegeneinander. Schmilzt Natrium bei ungefähr 100 Grad, so bewegen sich die Ionen in das Elektronengas eingebettet umher, wie es hier im Modell nur grob wiedergegeben ist. Nur einzelne Ionen vermögen bei heftigem Stoß die Oberfläche der Schmelze zu verlassen. Bei 800 Grad ist Natrium verdampft. Jedes Natriumion hat dabei ein Elektron als seinen Anteil am Elektronengas aufgenommen und sich mit ihm zu einem elektrisch neutralen Natriumatom vereinigt. Die Natriumatome bewegen sich wie die Bausteine jedes Gases frei umher und stoßen regellos zusammen. Mit der Vorstellung eines Elektronengases können wir weiterhin aber auch erklären, warum Natrium, wie Metalle überhaupt, Wärme und den elektrischen Strom gut leiten. Die Enden eines Kupferstabes und eines Glasstabes werden in einer Brennerflamme erhitzt. Die Folge davon ist, dass die Gitterbausteine in den heißen Enden beider Stäbe heftige Schwingungen ausführen, die sie ihrerseits auf benachbarte Gitterbausteine übertragen. Diese Wärmeleitung erfolgt im Kupfer, wie für Metalle typisch, außerordentlich schnell. Denn im Gegensatz zu nichtmetallischen Stoffen wie Glas besitzt ein Metall Elektronen, die sich frei in ihm bewegen. Diese Elektronen nehmen von angeregten Gitterbausteinen Energie auf und übertragen sie durch Stöße direkt auf weiter entfernte Metallionen. Daher wird auch in diesem Experiment die Wärme rasch auf den ganzen Kupferstab übertragen. Die Tatsache, dass sich in allen Metallen Elektronen in großer Anzahl frei bewegen,
erklärt auch eine der bekanntesten Eigenschaften der Metalle, nämlich ihre Leitfähigkeit für den elektrischen Strom. Natürlich ist das etwas ganz Banales. Man schließt einen Schalter und im selben Augenblick beginnt in einem Stromkreis ein elektrischer Strom zu fließen. Und doch sollte man bei einer solchen simplen Handbewegung nicht immer vergessen, eine wie riesige Zahl von Elektronen als Träger der elektrischen Ladung man damit in Bewegung setzt. Schreibt man nämlich eine 1 und dahinter 12 Nullen, so hat man mit dieser Zahl, einer fantastischen Zahl, gerade erst diejenigen Elektronen quasi gezählt, die in einer Millionstel Sekunde durch jeden Querschnitt dieses Drahtes fließen. Was nun die Verweilzeit der Elektronen angeht, so ist der Irrtum weit verbreitet, als sausten die Elektronen mit einer ungeheuren Geschwindigkeit durch den Draht hindurch. In Wirklichkeit ist das ganz anders. Zwar stimmt es, die Geschwindigkeit des einzelnen Elektrons ist in der Tat riesig groß, aber auf seinem Flug durch den metallischen Leiter stößt es unentwegt mit den Gitterbausteinen, das heißt mit den positiv geladenen Metallionen zusammen. Und das führt zu einer Art Zickzackflug. Man sagt auch, die Elektronen vagabundierten im Metall hin und her. Durch die Batterie, die, wie wir sagten, als eine Elektronenpumpe wirkt, werden zwar die Elektronen in einer Richtung durch den Draht gedrückt, doch legen sie darin letztlich in jeder Sekunde nur wenige Millimeter zurück. Das heißt, es vergehen buchstäblich Stunden, bis die Elektronen, die sich jetzt in diesem metallischen Leiter befinden, durch solche Elektronen ersetzt sind, die von der Spannungsquelle, also der Batterie, ständig in den Draht hineingeschickt werden. Wie ist es aber dann möglich, dass dort eine Glühlampe in demselben Augenblick aufleuchtet, wo ich hier den Schalter schließe? Oder dass ich mich von Hamburg über den Draht eines Telefons mit irgendjemandem in München telefonisch so unterhalte, als fände das Gespräch hier in einem Raum statt, als säßen wir uns gegenüber. Wie es möglich ist, dass Elektronen mit praktisch Lichtgeschwindigkeit ein Signal übertragen, obwohl sich das einzelne Elektron doch nur ganz langsam durch den Leiter hindurch fortbewegt, das soll Ihnen ein kleiner Modellversuch anschaulich demonstrieren. Ein langer Plastikschlauch ist mit rot angefärbtem Wasser gefüllt. Das Wasser soll das Elektronengas in einem Metalldraht vorstellen. Entsprechend vertritt der Wasserhahn, an den der Schlauch angeschlossen ist, einen elektrischen Schalter. Es soll jetzt gewissermaßen die Nachricht "Hahn geöffnet" durch den Schlauch gesandt werden. Die Nachricht kommt fast unverzögert am Schlauchende an. Die Signalgeschwindigkeit ist also groß. Trotzdem vergeht eine ganze Zeit, bis das rote Wasser im Schlauch durch farbloses Wasser aus der Leitung ersetzt ist. Wir haben jetzt eine Reihe typischer Metalleigenschaften mit der Annahme erklärt, in Metallen könnten sich Elektronen ähnlich frei bewegen wie ein Gas, das jeden Raum erfüllt, das es zur Verfügung hat. Nun, dann müsste es ganz gewiss auch Mittel und Wege geben, die Elektronen aus einem Metall herauszulocken. Sicherlich bedarf es dazu der Zufuhr von Energie, um die elektrischen Anziehungskräfte zu überwinden, die zwischen Elektronen und Metallionen herrschen.
In einem Glaskolben stehen sich zwei Elektroden gegenüber. Eine Wendel aus dünnem Wolframdraht und ein Platinblech. Der Kolben ist luftleer gepumpt. Die Wendel wird durch Zufuhr von elektrischer Energie zum Glühen gebracht. Die Gitterbausteine im Metalldraht schwingen jetzt so heftig, dass Elektronen aus dem Metall herausgeschleudert werden. Ein Teil dieser Elektronen trifft auf dem Platinblech auf. Vom glühenden Draht zum Blech findet also ein Transport von elektrischer Ladung statt. Das heißt, es fließt ein elektrischer Strom. Mit einem hochempfindlichen Messgerät lässt er sich nachweisen. Dieser glühelektrische Effekt wird zum Beispiel in Radio- und Fernsehbildröhren genutzt. Hört die Energiezufuhr auf, so kühlt der Draht ab und der Strom hört auf zu fließen. Auch andere Energieformen vermögen Elektronen aus Metallen herauszutreiben, zum Beispiel Licht. Darauf beruht die Wirkungsweise einer solchen Photozelle. Sie besitzt einen Glaskolben, der luftleer gepumpt ist. Im Inneren dieses Kolbens steht eine Drahtschleife aus Platin, einem Belag aus Natrium gegenüber, der auf die Glaswand aufgedampft ist. Drahtschleife und Metallbelag sind die beiden Elektroden der Photozelle. Fällt Licht auf das Natrium, so werden Elektronen herausgeschlagen, die zur Drahtschleife fliegen. Elektrischer Strom fließt, bis die Belichtung aussetzt. Ein solcher von Licht ausgelöster elektrischer Strom heißt Photostrom. Die Erscheinung selbst wird photoelektrischer Effekt genannt. Was sind eigentlich Metalle? Aus welchen Bausteinen bestehen sie und welche Kräfte halten diese Bausteine zusammen? Am Beispiel des Natriums konnten wir heute Antworten auf diese Fragen finden. Im Mittelpunkt stand das Bild eines Gitters aus positiv geladenen Metallionen, zwischen denen sich leicht beweglich wie ein Gas Elektronen frei herumbewegen. Als typisch für die metallische Bindung haben wir das Wechselspiel elektrischer Kräfte zwischen dem Gitterverband und seinem Elektronengas erkannt. Die metallische Bindung ist von ganz anderer Art als die Ionenbindung in Salzen. Und so verstehen wir auch, warum Natrium so völlig verschieden ist vom Kochsalz, als dessen einen Bestandteil wir es gewannen. Als zweiten Bestandteil von Kochsalz fanden wir Chlor. Weder ein Salz noch ein Metall. Das deutet auf eine dritte Form von chemischer Bindung hin. Klarheit darüber wollen wir uns in der nächsten Sendung verschaffen. Für heute auf Wiedersehen.